Die Idee ist jetzt halt, dass wir die ganze Achse nochmal neu bauen. Einfach aus einem Stück komplett ein Rohr. Wir haben unsere Achse nochmal neu aufgebaut, unsere Hinterachse hier. Was wir verbessert haben, ist einmal diese Aufnahme hier, die in den Reifen geht, hier, die das Radlager hält. Hier haben wir jetzt eine Bahnschiene gemacht. Extrem hart, weil das vorher, was wir vorher hatten, das Metall, das war hier vorher ungefähr so. So war das. Da war das Loch für diese Aufnahme hier. Und ja, beim Driften wahrscheinlich hat sich das hier rumgebogen. Und das ist nicht gerade das dünnste Metall hier, ne? Wir haben uns gedacht, wir machen den absoluten Overkill und bauen jetzt eine Bahnschiene ein. Ja. Das wird hoffentlich halten. Dann haben wir uns noch gedacht, wir verstreben hier diese beiden Aufnahmen für das Radlager noch ein bisschen. Mit so Dreiecken, damit das hier nicht mehr verwinden kann hin und her. Und das klappt auch ziemlich gut hier, da ist kein Spiel mehr, keine Verbindung mehr oder so. Ja, und dann haben wir angefangen, die Hinterachse neu zu machen. Aus einem Stück Wasserrohr hier haben wir wieder Löcher reingebohrt, damit wir hier reinschweißen können. Auf der Seite natürlich auch. Dann haben wir das Kettenrad angeschweißt. Ziemlich heftig diesmal mit der Schweißnaht, damit es auf jeden Fall hält. Danach habe ich auch einen Sonnenbrand bekommen vom Schweißen. ja, dann ist hier noch die Bremse natürlich. Und wir haben hier ein sehr, sehr, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ein richtig fettes Lager, das wie viele Newton aushalten kann. Wir haben uns ausgerechnet, ja? Wir haben uns berechnet, was brauchen wir oder wie ist die Kraft von hier nach da, einfach das Kettenrad mit maximaler Umdrehung, also maximaler Power. Ja, und hier hinten brauchen wir dann ein Lager für 12 Kilonewton. 12 Kilonewton. Ja, dann kommt das bei raus, weil die es dafür gibt, die hatten, glaube ich, 13 Kilonewton. Die waren teurer als die, die viel mehr haben, weil die halt üblicher sind. Das hier ist üblicher als so ein 13 kN Teil. Ich glaube, es kann irgendwie über 20 kN oder so. Also auf jeden Fall ausreichend. Dann haben wir noch so ein Deko-Tape drauf gemacht, dass es sich nicht eindrückt. Damit das Lager da besser drauf sitzt, weil das war ein bisschen zu groß. Dann hier so eine Hülse drum. Und das zum Zuziehen drauf. So, und dann werden wir quasi hingehen und von hier irgendwo an diese Stange und an diese Stange wahrscheinlich verstreben. Das Ganze machen wir, damit sich unsere Achse hier beim Fahren, hier ist ja Kraft drauf, nicht wegbewegt. Also dass sie quasi hier ein bisschen gehalten wird. Nicht, dass die Achse dann halt nur an den Radlagern da klemmt. Und sich dann hier verbindet, nach vorne zurückdrückt. Nee, das geht dann hier nochmal auf den Rahmen über. Ja. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen unser Spiel einstellen hier. Das hat ein bisschen Höhenschlag und Seitenschlag, weil hier ein bisschen ein kleiner Spalt drin ist. Das müssen wir noch korrigieren, beziehungsweise anpassen. Und dann der Kettenspanner, den müssen wir nochmal machen. Das sitzt nämlich nicht mehr ganz auf dem Ritzel, also auf der Höhe vom Ritzel. Was wir jetzt noch machen ist, wir verstärken jetzt noch ein paar Schwachpunkte, wie zum Beispiel hier, da muss noch was drauf, hier kann man noch mal schweißen, da nicht, hier vorne habe ich was gesehen, da muss man noch mal schweißen, so Sachen. Unsere Achse ist jetzt soweit fertig. Wir haben hier die Achse richtig schön an das Radlager geschweißt, wieder mit den Punkten hier im Rohr und dann wieder aufgefüllt. Hier komplett rum, einmal. Die anderen Seiten natürlich auch.
Dann haben wir hier die Aufnahme für das Lager fertig gemacht, haben wir hier angeschweißt. Hier. Um die Kräfte aufzunehmen. Dann haben wir noch einen zweiten Radlager gebaut. Da nämlich beim Fahren, wenn wir vom Gas gegangen sind, der Motor gebremst hat, die obere Kette extrem locker war. Dann haben wir hier noch so ein Rohr drauf geschweißt. Hier so ein, ja, ein Spanner. Der drückt sich dann hier runter, der Feder hier. Ja, das gleiche haben wir hier nach unten auch. Das drückt dann quasi die untere Kette nach oben. Im gleichen Prinzip. Ja, das war es eigentlich schon, was wir gemacht haben. Und heute wird geraced.